Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, heute wird's italienisch. Also auf jeden Fall italienisch angetouched. Bella Italia. Wir machen Pinwheels und zwar Flanksteak Pinwheels. Flanksteak eingerollt, lecker italienisch gefüllt, aufgeschnitten und super saftig abgegrillt. Ist eine geile Geschichte, oder? Hatte ich schon wieder lange Bock drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht und was ihr dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Zack, Zutaten, Freunde. Wie war das? Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, oder? Wir brauchen erstmal Hardware, Freunde. Und zwar in dem Fall hier, zack, Flanksteak. 1,2 Kilo australisches Flanksteak. Guckt euch das an. Fleischer und der Koch hat geliefert. Was ein wunderschönes Stück Fleisch. Und des Weiteren von Fleischer und der Koch brauchen wir ein bisschen wunderschöne Serrano-Schinken und ein bisschen Gouda-Käse. Da könnt ihr jetzt auch was Italienisches nehmen, aber... Der Gouda macht's eigentlich, ne? Fleischer und der Koch, Freunde. Und hier bitte nicht vergessen, mit dem Gutscheincode 030BBQ gibt's 10% auf meinen Nacken. Also da gerne mal vorbeischauen und vielleicht mal so eine kleine Flanke hier auschecken. Oder was anderes Geiles. Die haben wirklich viel, viel im Sortiment. Hardware ist eigentlich schon durch. Software, Hardware. Wir brauchen noch ein paar andere Zutaten. Einmal hier an der Stelle wunderschönen kleinen Babyspinat. Guckt euch, das ist sehr schön, oder? Wir wollen ja auch ein bisschen mit den Farben arbeiten. Grün, Rot, Weiß. Bella Italia, Freunde. Und auf der Seite ein paar Pinienkerne. Die hat Mutter schon mal über die Pfanne geschmissen, ein bisschen angeröstet. Wir haben hier noch ein bisschen Rot drin, und zwar getrocknete Tomaten und ordentlich Knoblauch, Freunde. Und wenn ich sage ordentlich Knoblauch, dann meine ich ordentlich Knoblauch. Ich habe hier noch ein gutes Olivenöl, in dem Fall aus Griechenland. Leo, Freunde, wir brauchen noch einen Speedwing, noch ein paar Spieße, so. Und dann Gewürze von der Spicebar. Da sind wir heute auch puristisch und nehmen nur Knorke. Ja, ich weiß, normalerweise für den Dutch-Ofen, aber in dem Fall kommt das auch richtig geil. Ja, dann brauchen wir heute wieder noch 2-3 Wespen, aber die sind optional und ich bin sogar ausgestattet. Prost auf euch. Ja, dann auch zu Flanksteak Pinwheels aus Italien. Schmeckt jedes Bier besser aus nur Renault Barbecue Glas. Werbung Ende, los geht's. Ja. Also durchstarten, Freunde. Wir starten an unserem Flanksteak. Ich habe gesagt, wir machen Pinwheels. Dafür müssen wir das noch ein bisschen flacher kriegen. Deswegen machen wir jetzt in unserem Flanksteak, oder wir versuchen das, einen Schmetterlingsschnitt. Ja? Also ihr geht hier ran an das Steak. Mit möglichst einem scharfen Messer und fangt an, das vorsichtig in der Mitte zu teilen. Gut wäre, wenn wir nicht irgendwo durchschneiden auf irgendeiner Seite. Also langsam, guck mal hier, vorarbeiten. Schmetterling und so. Das ist ein bisschen formuliert, klappt mal besser, mal schlechter, Freunde. In dem Fall, naja, ich würde sagen, war jetzt so eine Semi-Leistung. Ja? Nicht durchschneiden komplett, aber so, guck mal. Einmal Flanke in Platt. Das ist auch schon die Vorbereitung für unser Fleisch. Jetzt geht es um die Füllung. Ah, ganz am Anfang steht die Würze, Freunde. Knorke. Ihr könnt da jetzt auch, wenn ihr das nicht habt oder nicht kaufen wollt, gerne Salz, Pfeffer, Paprika, bisschen Knoblauchpulver einmischen oder sowas. Nehmt da, was euch schmeckt. Die Wespe schmeckt uns nicht. So, Knorke einfach mal grob hier abwürzen, das ganze Stück. Von innen quasi. Das ist unsere Innenseite. Und da bringen wir jetzt mal ein bisschen Knorke ran. Das darf dann auch schon mal ein bisschen einziehen. Guck mal so. Kein Stress. Reicht völlig aus, oder? So, jetzt zur Füllung. Dafür schnappen wir uns jetzt die Pinienkerne, Knoblauch und die Tomaten. Geht jetzt hier alle zusammen in den Speedwing rein. Ein Schlückchen Olivenöl. Wir machen jetzt quasi so ein kleines Pesto. Wird jetzt kein richtiges Pesto werden, aber so ein kleines. Ne? Zack, und dann anschmeißen mit Moppel. Ne? Guck mal. Ah, hier. Also richtig Pesto ist nicht, aber ich würde sagen, eine schöne nussige Tomate. Und das riecht, Freunde. Es riecht. So, das verteilen wir jetzt auch mal da drauf. Und zwar Klinge raus. Mal durchgemixt so. Und dann machen wir uns hier eine schöne Schicht drauf. Und mal hier mal. Macht das schön, Freunde. Ja, einfach mal verteilen hier. Alles, was wir haben. Das genaue Rezept wie immer unten in der Infobox. Da braucht ihr jetzt nicht mitschreiben und ihr braucht jetzt auch nicht die einzelnen Pinienkerne zählen. Ich schreibe euch das alles mal fest. Einfach erstmal verteilen. Guck mal. Ja, ich bin ein Künstler, Freunde. Und das Zeug schmeckt auch schon so. So, weiterfüllen. Und zwar Serrano-Schinken. Den legen wir uns jetzt auch mal hier längs. Einfach Ruf aufs Fleisch. Pack da jetzt ran, was passt quasi. Ich weiß ja nicht genau, wie viel wir jetzt hier gekauft hatten. War aber ein bisschen was, ne? Lieber ein bisschen zu viel Serrano-Schinken als zu wenig am Ende. Ihr könnt ja auch nochmal naschen zwischendurch. Also, voll machen. Guck, guck, ist das schön, oder? War ein bisschen zu viel Schinken tatsächlich, aber mehr haben ist besser als brauchen. Ne? So Käse, könnt ihr jetzt in Scheiben rüberlegen oder ich mache mir den halt ein bisschen klein. Also schneide ich mir hier einfach mal so ein paar kleine Stüppels. Zack. Und die verteilen wir jetzt auch schön als nächste Lage einfach hier drauf. Ja, das kann alles,
soll ja klein sein. So, jetzt soll sich alles schön verteilen am Ende. Guck mal. So. So machen wir das voll. Und da brauchen wir jetzt auch wirklich nicht sparen. Wir nehmen ordentlich Käse. Käse, Freunde. Jetzt mal mit der Hashtag Käse. Unten in die Kommentare, oder? Käse. Könnt ihr nie genug haben. So, das ist drauf. Das ist drauf. Spinat. Letzter Schritt. Babyspinat. Ihr könnt da jetzt auch an Grünzeug nehmen, was ihr wollt. Der Babyspinat, finde ich aber, ist am bekömmlichsten auf der Geschichte. Und das ist auch sehr italienisch, oder? Sieht aus wie eine Parma-Pizza hier schon fast. Die Parma-Fleischpizza. Also ein bisschen Spinat auf jeden Fall hier mal raufbringen. Sehr schön. Oh, guck mal. Ich finde, also einfach von der Optik her, ist das schon mal eine Eins. Auch so schon. So, jetzt der tricky Part. Einrollen. Da ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir das von unten relativ stramm eingerollt kriegen. Da bin ich jetzt wieder nicht der Profi drin. Tatsächlich, ihr wisst, Bällchenrollen und so, das macht Saskia alles deutlich besser. Ähnlich verhält sich das hier. Aber ich habe gesagt, ich mache das heute für euch. Also machen wir das auch. Und jetzt rollen wir das mal wie eine schöne Roulade hier komplett ein. Ich hoffe, das deckt sich dann auch alles. So, ja, ein bisschen tricky, aber... ist fertig, oder? Wunder, wunderschön. So, das müssen wir jetzt feststecken. Dafür große Spieße. Ja, geht jetzt nicht raus. Schnappt ihr euch. Und dann wird es, ja, an der Stelle, wo es überlappt, also hier quasi einfach mal eingestochen. Einmal durch. Jetzt kommt der große Wind wieder. Und dann so alle, ja, was sind denn das? 5, 8 Zentimeter, würde ich sagen. Einen Spieß durchtreiben. Und da ist er, mein Spießbraten. Nicht schön, aber selten. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, dass er versucht, halbwegs gleich große Stücken zu schneiden. Das macht sich auf dem Grill nachher natürlich am besten. So, also jetzt schneiden wir einfach zwischen unseren Spießen mal ab. Und dann haben wir auch schon unsere Pinwheels. Und zwar, oh, guck mal, schön, oder? Die sollten jetzt noch zusammenhalten und dann wird alles gut. Also die jetzt erstmal alle schneiden. Und unser letzter Freund hier, ja, ich würde sagen, die sind alle sehr, sehr geil geworden, oder? Optisch schon mal ein Highlight. Und jetzt geht es auch schon in Richtung Grill. Ah, Pinwheels, 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 guckt euch die Dinger an. Ja, wunder, wunderschön, oder? Und jetzt auflegen, der Bräutling hat Feuer und jetzt einfach, naja, wie ein Steak, ne? Wir machen erstmal ein Müsterchen rein oder probieren das auf jeden Fall. Also so aufgelegt und dann einmal gedreht für Steakhouse und so. Mal gucken, ob das funktioniert hier heute. Erstmal alle ruf. So. Sobald sie sich lösen lassen, einmal 90 Grad, ne? Ihr kennt das Spiel. Ah, wir stellen schon fest, mit dem Käse ist das ein bisschen schwieriger. Mit zwei linken Händen sowieso, aber Position wechseln. Aber am Ende ist ja der Käse das, was es geil macht, oder? So, eine Komplettdrehung, wir gucken mal. Ja. Oh. Ah, guck mal, das sieht doch schön aus, oder? Ist ja fast ein Amt da. So, das gleiche jetzt nochmal auf der Seite hier, Freunde. Na, zweite Seite sollte jetzt auch es geschafft haben. Guckt euch das an. Es sieht wirklich wunderschön aus. Die haben auch fast alle gehalten, bis auf den einen. Der geht ein bisschen auseinander, ist aber nicht so schlimm. Schmecken wird es am Ende trotzdem. So, jetzt Brenner aus. Also auf jeden Fall die zwei in der Mitte. Den äußerst linken stelle ich jetzt mal auf klein. Und jetzt gehen die Freunde hier, wenn wir sie wieder abkriegen, zack, ab. Da habe ich gesagt, der fällt nach oben indirekt und da dürfen sie jetzt auf ihre Kerntemperatur warten. Ich denke so 54 Grad, das wird bei den kleinen Dingern aber auch nicht besonders lange dauern. Oh, oh schön, oder? Na, einmal Grill dreckig gemacht, aber das lohnt sich. So, Deckel zu, lass jetzt Temperatur runterfallen, das ist ja nicht mehr so wild hier irgendwas 100 Grad in die Richtung. Wie gesagt, 54 Grad Kern. 55, wie ihr möchtet. Und dann wird ihr jetzt... Ah, zack, Zeitsprung, Freunde. Das waren jetzt aber keine 10 Minuten. Die Dinger sind ja so klein, dass die echt schnell durch sind. Also, wir gucken nochmal rein. Oh. Ja, wem es auffällt, ich habe da unten ein bisschen Alufolie reingelegt. Wir müssen den Grill ja nicht dreckiger machen, als er jetzt schon ist. Ne? Aber die sehen genial aus, würde ich sagen. Und die kommen jetzt runter. Wir haben hier was vorbereitet. Guck mal hier. Auf schön und so. Und die werden jetzt hier mal schön dekorativ abgelegt. Und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Boah, das duftet hier, Freunde. Oh, fantastisch, guckt euch das an. Das sind meine Pinwheels Italian Style aus Flanksteak. Oh, köstlich, oder? Mir wurde auch gerade schon verboten, an den Teller ranzugehen hier. Deswegen nehme ich nochmal meinen Nupsi extra. Wir haben ja immer ein bisschen mehr auch für den Koch, ne? Ja, zack. So, und den darf ich jetzt auch probieren. So, wir schneiden an. Oh, richtig schön gehaltvoll.
Oh, guck mal. Noch rosa im Kern. So soll das sein. Und jetzt rinnt in den Mund hier. Bella Italia. Würzig, lecker. Und die Komponenten mit dem Pinienkern. Eine sehr, sehr geile Geschichte. So, schnell Fliegen weghalten. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder auf mich freuen. Facebook ballert, Instagram ballert, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Pinwheels, Italian Style. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Oh, wirklich geil. Guck mal. Oh, ein Traum.